So, eine Partie gegen den Großmeister machen wir jetzt. Und zwar Partie, ich glaube, 47 gegen Großmeister Jan Gustafsson in unserem 1000-jährigen Match. Die einzige Chance für mich, gegen ihn zu gewinnen, ist vermutlich, dass er an Altersschwäche stirbt. Aber selbst den Gefallen würde er mir wahrscheinlich nicht tun. Wir springen rein ins Spiel, nachdem das letzte ein absolutes Debakel war. Da merkt man halt auch wieder, dass da wieder 2 Wochen Pause waren. Ich bin nicht so im Schachrhythmus gerade drin. Ne? Vor Urlaub, vor Gamescom das letzte Mal gespielt. Deshalb, ich will keine Ausreden finden, aber ich muss in den Grind wieder rein. Ich muss wieder in den Grind rein und ich bleibe bei E4 und gucke, was ich machen kann. Wie war das, wenn er dahin geht? Glaube ich so. Ah, ist schon falsch. Ich glaube, es war schon falsch. Ist schon wieder komplett kacke hier. Was ist das schon wieder für eine komische Eröffnung? Ich wollte mein Italienisch spielen und schon wieder ist hier alles scheiße. Ja, Mann, leck mich doch am Arsch. Was ist das? Kein Bock mehr. Auf diese Scheiße, Mann! Dieses Dreckspiel! Mit den Eröffnungen da! Mann! Also Bonne E4, der Lieblingszug der meisten Schachweltmeister, war nach C5 die sizilianische Verteidigung. Und hier das Rezept, zu dem ich raten würde, wäre Springer raus. Und dann, wenn Schwarz zum Beispiel Springer rauszieht, hat Weiß die Möglichkeit hier auch jetzt Bauern nach D4 zu spielen und dann hier mit dem Bauern zurückzuschlagen. Das ist der sogenannte offene Sizilianer. Oder er hat auch die Möglichkeit, Läufer raus. Der offene Sizilianer, der soll sich doch einfach mal in den Arsch ficken. Okay, es gibt hier ganz ehrlich. Aber auch hier wieder die Faustregeln. Springer F3, Läufer raus, kurz Rochade. Also Läufer, je nachdem, was Schwarz macht. Immerhin, hier nicht. Macht man nicht so viel falsch. Oder das Zentrum besetzen und dann schon bereit sein, mit dem Springer hier zurückschlagen zu können. Bauern nach D4 sofort von Etienne Gardet. Kann man machen. Aber macht das Leben ein bisschen schwerer. C schlägt D4. Jetzt mit der Dame schlagen ist nicht so schlecht, aber es verliert ein bisschen Zeit. Dame schlägt D4, Springer C6, Dame D3. Ich glaube, so kann Weiß spielen. Aber es ist nichts Besonderes, weil die Dame schon zweimal ziehen musste. Also ist nicht unbedingt zuzuraten. Bauer nach C3 ist eine bekannte Gambit-Eröffnung, das Mora-Gambit. Nicht ganz, aber was heißt nicht ganz korrekt? Ich glaube nicht, dass Weiß hier schlechter steht, aber auf hohem Niveau nicht sehr furchteinflößend. Und Springer F3 ist unter Umständen, glaube ich, sogar der beste Zug. Versucht, diesen Bauern hier zurückzugewinnen mit dem Springer, um mit der Dame keine Zeit zu verlieren. Aber ich habe diesen kleinen Trick, den ich gespielt habe. Bauer nach E5 verteidigt den Kollegen und der Bauer kann halt nicht geschlagen werden wegen des Damen-Doppelangriffs. Hier ist die Partie noch überhaupt nicht vorbei. Ich weiß nicht mal, ob Bauer nach E5 der beste Zug ist. Denn jetzt sollte Weiß Bauer nach C3 spielen. Und jetzt habe ich mich ein bisschen geschwächt. Wenn ich jetzt hier schlagen würde, Springer schlägt, dann wäre meine Stellung ziemlich gefährlich. Ich hätte zwar einen Bauer mehr, aber der Bauer hier wird angegriffen, zum Beispiel nach C6, um ihn zu verteidigen. Läufer nach C4, macht Druck auf den Kollegen. Und ich weiß nicht, ich habe diese Variante nie so genau angeguckt, aber ich glaube, hier ist die Stellung ein bisschen unangenehm für mich. Weil gleich so Springer nach G5 droht und alle möglichen Sachen. Deshalb hätte ich, wenn Bauer nach C3 gekommen wäre, nicht geschlagen, sondern okay, es sprengt schon ein bisschen den Rahmen. So, ich hätte so gespielt, Springer nach C6, schlägt, Springer schlägt und Springer F6.
mit, ich glaube, ganz gut spielbarer Stellung für Schwarz. Jetzt entwickeln wir schnell die Figuren. Und Partie geht gerade erst los. Aber all diesen Ärger kann sich Weiß ersparen, wenn er anstatt mit D4 anzufangen, mit Spanner F3 anfängt. Und erst danach D4 spielt. Und ja, der Trick in der Partie, relativ häufiges Muster, hatten wir in der letzten Partie eigentlich auch mit vertauschten Farben so ähnlich, nur dadurch ein Springer hier, der noch wieder zurückziehen konnte. Die Dame gibt einen Schach. Normalerweise nicht so früh Dame raus, aber wenn wir unterwegs einen Springer kriegen, nehmen wir uns den und greift gleichzeitig den Springer an. Und der Drops ist gelutscht. Springer kann nicht gerettet werden. Schach muss bedient werden. Und ja, Nachläufer D2, hier hat Eddie das Ungemach schon gesehen. Dame steht E5, wäre Springer weg. Man kann jetzt sagen, Herr, muss er doch weiterspielen, ist doch nur eine Figur und so weiter. Das weiß ich nicht. Ist, glaube ich, auch immer ein bisschen je nach Stimmung, aber mit einer Figur weniger gegen mich gibt es auch keine Chance mehr. Also ich finde es dann nie falsch, auch aufzugeben und zu sagen, ja, warten wir auf die nächste und hoffen, dass da keine Unglücke passieren, denn die Chancen sind besser mit Material. Ich bedanke mich trotz allem für die Partien. Ich wünsche Eddie einen wunderschönen Stream hier mit Armored Core. Wer kennt es nicht? Kick sagt, diese ganzen Öffnungstheorien sind die für Positionsspiel oder Qualitätsspiel fokussiert, beziehungsweise sind die für Mittelspiel von Vorteil oder Endspiel? Ich verstehe kein einziges Wort, Kick. Überlegen wir uns aber, was für Schachzüge man ziehen sollte und nicht hier gar zu sehr Gedanken machen über Positionsspiel, Endspiel, Qualitätsspiel, Eröffnungstheorien, dies, das, jenes. Figuren raus, König in Sicherheit bringen, keine Figuren einstellen. Macht man nichts falsch. Zentrum besetzen. So.